Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, mein Name ist Chansi Yun, ich bin Bürger dieses Landes und ich möchte Sie bitten, das Land zu retten in den nächsten 10 Tagen. Klingt dramatisch, aber es geht um 1 Million Menschen, die sich wahrscheinlich in den nächsten 10 Tagen zusätzlich infizieren werden, während die neue Ampelregierung sagt, sie möchte erstmal 10 Tage lang nachdenken und erst dann sich um das Problem kümmern. 10 Tage, wir werden nicht jede Infektion dieser Zeit verhindern können, aber es gibt Maßnahmen, die man schon jetzt ergreifen könnte, und zwar auch als geschäftsführende Bundesregierung, ohne eine Impfpflicht allgemein einzuführen oder andere irreversible eingreifende Schritte. Man kann auch jetzt etwas tun. Und ich habe dazu 5 Punkte zusammengeschrieben, die gehen in 2 Richtungen, nämlich erstens die Impfkapazität zu erhöhen und zweitens die Impfbereitschaft zu erhöhen. Impfkapazität sollte, glaube ich, offenkundig sein. Es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die sich jetzt impfen lassen können. Es sind jetzt ja gerade noch 5 Millionen hinzugekommen, die sich zusätzlich impfen lassen können. Aber man findet nicht die möglichen Gelegenheiten für eine Impfung, nicht mal für eine Boosterimpfung, nicht mal für eine Erstimpfung, weil die Impfzentren abgebaut sind. Die kriegen wir so schnell anscheinend nicht mehr aufgebaut. Und deswegen ist der Vorschlag Nummer 1, liebe Frau Bundeskanzlerin, nehmen Sie ein bisschen Kleingeld in die Hand, geben Sie den Ärzten 100 Euro steuerfreie Prämie für jede Erstimpfung. Und für Impfungen bei Hausbesuchen. Die Ärzte arbeiten schon am Anschlag. Alles, was sie jetzt zusätzlich impfen, ist Freizeit, die investiert wird am Wochenende, an den Abenden. Wir müssen die gesamte Ärzteschaft mobilisieren und da ist es fair und gerecht, einen Anreiz zu setzen. Ob die Ärzte diese 100 Euro steuerfreie Auslagenentschädigung jetzt in ihre eigene Ausstattung investieren, in die nächste Golfausrüstung, wer auch immer sich das ausgedacht hatte mit dem golfspielenden Ärzten, oder Bratwurst oder 50 Euro Amazon-Gutschein oder natürlich für den deutschen Onlineshop investieren als Prämie für die Impflinge, ist egal. Hauptsache, die Impfungen werden durchgeführt. Deswegen sollte man Erstimpfungen incentivieren. Und die Auswahl des Anreizes muss nicht der Staat machen. Das kann man dem Arzt überlassen. Dann haben Sie nämlich nichts damit zu tun, ob die Bratwurst jetzt gut oder schlecht oder geschmackvoll war. 2. Möglichkeit. Mann und Maus soll impfen. Ja, soll es. Apotheker, Tierärzte, Bundeswehr, wer auch immer, mobilisieren sie alle. Die Ärzte mögen das zwar nicht, dass da andere Leute in ihrem Geschäft unterwegs sind, aber wenn man es begrenzt in einer Notfallsituation, kann man das aushalten, dass noch andere Leute unterwegs sind und Impfungen durchführen. Wir brauchen sie. Wir müssen den Zustand haben, dass jeder, der sich heute entscheidet, ach, ich lasse mich doch impfen, morgen einen Impftermin hat und in ein paar Tagen schon die ersten Antikörper aufgebaut hat. Das 2. Thema ist die Impfbereitschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute bereit sind. Und die Impfbereitschaft ist nicht so schlimm, wie wir denken. 27 Millionen Menschen in Deutschland sind ungeimpft. 5 Millionen davon sind Kinder, die vorher sich nicht hätten impfen lassen können. Die brauchen natürlich eine entsprechende Möglichkeit. Dann haben wir Jugendliche, die sind noch dabei. Und dann haben wir Erwachsene, die einfach noch nicht dazu gekommen sind. Das sind nicht alles Querdenker. Es ist nicht so, dass die nicht erreichbar sind. Sie brauchen einfach nur manchmal einen entsprechenden Anreiz. Und da kann es schon helfen, sie anzusprechen vor den Teststationen oder wenn der Arbeitgeber eine klare Ansage macht. Aber im Augenblick ist es immer noch attraktiver für manche Leute, sich regelmäßig testen zu lassen oder eine Infektion abzuwarten. Punkt Nummer 3 ist somit, geben Sie den Arbeitgebern die Option für 2G, nicht nur die Clubs. Für Arbeitgeber würde das bedeuten, sie können anordnen, dass in diesem Betrieb nur arbeiten darf, wer geimpft oder genesen ist. Und wer es nicht ist, der bleibt zu Hause. Das hatten wir schon vorher, aber der Unterschied wird sein, dass man jetzt erlaubt, dass auch keine Lohnfortzahlung gewährt werden muss, wenn der Arbeitgeber auf diese Arbeitskraft verzichtet. Das hatten die Italiener mit sehr großem Erfolg im Sommer durchgeführt. Geben Sie den Arbeitgebern die Möglichkeit, ihr ungeimpftes Personal nach Hause zu schicken. Führt nicht nur zu weniger Infektionen am Arbeitsplatz, sondern eben auch zu einer höheren Impfbereitschaft. 4. Impfen statt testen. Ich habe es eben schon angedeutet. Bei den Testzentren stehen reihenweise junge Leute, die sich einfach ganz routinemäßig testen lassen, sich den Testnachweis besorgen, nicht nur um in die Disco zu gehen, sondern zur Arbeit zu gehen, um sozusagen diese Verpflichtungen abzuholen. Sie sollten diesen Leuten statt der Testung eigentlich die Impfung gleich eine Schlange weiter anbieten. Es muss unattraktiver werden, sich testen zu lassen gegenüber einer Impfung. Das hat man erst versucht mit den kostenpflichtigen Tests, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, um diesen
Punkt weiter zu unterschreiten, weil eine Infektion, das ist Punkt Nummer 5, muss teurer werden als eine Impfung. Die Impfung ist umsonst, aber die Infektion scheint für manche Leute doch das attraktivere Mittel zu sein, um auf Corona-Partys zu gehen oder es einfach drauf ankommen zu lassen. Denn wer sich ungeimpft infiziert, bleibt einfach 2 Wochen zu Hause, genießt die Quarantäne, kriegt trotzdem volle Lohnfortzahlung. Das ist doch ein Unding. Warum sollte das überhaupt so sein? Wir können ohne weiteres regeln, dass es eine Lohnfortzahlung nur dann gibt, wenn man geimpft war. Und derjenige, der arbeitsunfähig ist, sich isoliert aufgrund einer Infektion oder aufgrund eines Kontaktes, bekommt keine Lohnfortzahlung. Da muss sich jeder selbst überlegen, ob er in diesen Zeiten, wo eine Infektion nur eine Frage der Zeit ist für einen Ungeimpften, ob er sich tatsächlich leisten kann, auf ein halbes Monatsgehalt zu verzichten. Das wären also kleine Maßnahmen, die auf jeden Fall dazu beitragen würden, dass von den 27 Millionen Ungeimpften einige Millionen sich impfen lassen würden, auch während der nächsten 10 Tage. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.